Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute spielen wir mal ein neues Spiel auf der Xbox One. Und ja, ganz genau, ich spiele hier vielleicht vor allem auf dieser Dschungel-Map hier, Prison Break. Bester Name ever, ohne Scheiß, der Name klingt so geil. Und übrigens, ich glaube, ich bin da gerade gestorben durch so ein scheiß C4. Ich hasse diese C4, das kann ich nur sagen. Also ist wirklich eins der... Ich weiß nicht, wie kommt man auf solche Ideen? Ich meine, C4 alleine ist schon stark genug. Und dann noch automatisch explodierendes C4 einbringen. Nicht schlecht. Sehr kreativ, Spielentwickler, sehr kreativ. Aber ich will gar nicht rummeckern, denn ob ich jetzt darüber rummecker oder nicht. Ah, übrigens, schaut euch den Typen an, okay? Schaut euch den Typen an. Ich habe den gesehen. Pass auf, was mit dem passiert danach. Glaubt mir, der wird nie wieder in seinem Leben campen. Der hat danach nie wieder in seinem Leben gecampt. Das war das allerletzte Mal. Und ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Auf jeden Fall, ich habe eine Zeit lang auf meinem Hauptkanal nicht viel hochgeladen. Ich glaube, ich habe circa... Ja, ich habe 4 Tage nichts hochgeladen auf meinem Hauptkanal. Und da kamen wieder tausende Nachrichten. Danny, was ist los bei dir? Wo bist du? Was soll das? Und eigentlich habe ich gar keine Ausrede, aber ich habe mich selber gefragt, wieso habe ich nichts hochgeladen? Nun, ich habe mich gefragt und natürlich, ich habe auch viel zu tun so in meinem Leben, aber das ist kein Grund, um jetzt nichts hochzuladen. Deswegen, ich habe jetzt überlegt, ich habe vor 4 Tagen nichts hochgeladen. Ist vor 4 Tagen irgendwas passiert, was dich vielleicht beeinflusst hat oder was weiß ich, irgendwas, was passiert ist? Und übrigens, der Typ wird gerade hier ziemlich verarscht. Also, ihr müsst euch mal reinziehen, wie lange ich hinter ihm stehe. Also, das ist schon wirklich übertrieben heftig und der bemerkt mich einfach nicht. Und zum Schluss, als ich ihn gekillt habe, hat er mich wahrscheinlich auch nicht bemerkt. Oder, warte, da passieren auf jeden Fall lustige Szenen. Schaut euch das mal einfach mal an. So. Auf jeden Fall, 4 Tage habe ich nichts hochgeladen. Ist vor 4 Tagen auch irgendwas passiert? Und ja, aus irgendeinem Zufall habe ich vor 4 Tagen einen neuen Fernseher bekommen. Und habe ich natürlich gefragt, liegt das am Fernsehen? Und ich habe mir einen 46-Zoll Fernseher geholt und habe natürlich geprahlt bei Facebook. Boah, schaut euch meinen neuen Fernseher an, übel geil, der übelste Luxus. Und ja, es ist auch der Luxus, solange man GTA, FIFA oder The Impossible Game, einer meiner Lieblingsspiele draußen, spielt. Aber sonst ist es wirklich für Call of Duty und für Battlefield kein Luxus. Gibt es irgendjemand von euch da draußen, der irgendwie einen großen Fernseher hat und damit gut ist? Also wenn es irgendeinen davon gibt, dann schreibt mir ruhig rein oder schreibt mir einfach ruhig rein, wie oft, auf welchem Fernseher ihr spielt. Also ich habe hier einen 22-Zoll Fernseher und ich bin wirklich gut auf diesem Fernseher. Ich bin wirklich ziemlich relativ gut, denn ja, ich auf einem kleinen Fernseher lässt sich einfach wesentlich besser spielen als auf einem großen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber schaut euch das mal an, schaut euch das mal an. Und da habe ich ihn gekillt. Ich habe mich schon gewundert, was macht der da denn? Was habe ich noch ein bisschen auf ihn gezielt? Weiß zwar nicht, wieso einfach so. Und ich glaube, das Spiel habe ich sogar verloren. Ich meine, ich habe 1 Kill, der hat 7 Kills. Also was erwartet ihr? Schatz. Auf jeden Fall. Ohne Scheiß, gibt es irgendeinen von euch da draußen, der einen großen Fernseher hat und gut spielen kann? Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, auf welchem Fernseher ihr spielt, denn zum einen habe ich das Gefühl, ich wollte es nie einsehen. Der Emco hat mal gesagt, als ich gesagt habe, bevor ich mir den Fernseher geholt habe, diesen Fernseher solltest du dir nicht holen, weil du eine Verzögerung merken wirst. So, dann habe ich mir den Fernseher geholt, trotzdem, juckt mich nicht, ich bin nicht so sensibel wie du, ne? PC-Spieler sind meistens sensibel, haben die auch nur ein FPS weniger, dann sterben die schon und können nicht mehr zocken, weil sie irgendwie, keine Ahnung. So sind PC-Spieler, ob ich es glaube oder nicht, und wenn ihr PC-Spieler seid, dann glaube ich, könnt ihr das bezeugen. Ist ja auch nichts Schlimmes, aber Konsoleros ticken da ein bisschen anders, deswegen habe ich gesagt, juckt mich nicht, diese scheiß Verzögerung, ich hole mir den Fernseher trotzdem. So, da habe ich mir ihn geholt und tatsächlich habe ich eine Verzögerung gemerkt sogar, ich habe sogar eine Verzögerung gemerkt, dann dachte ich am Anfang, hat mir der Giorgio auch gesagt, Danny, das liegt nur daran, weil der Emco hat das wieder gesagt, jetzt denkst du, dass es wieder war und so weiter und so fort. Und nee, man merkt wirklich aus irgendeinem Grund eine Verzögerung am Fernseher. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, wenn ihr schlecht seid und einen großen Fernseher habt, ohne Scheiß, ob ihr es glaubt oder nicht, aber das liegt wirklich zum Teil daran, weil ihr einen großen Fernseher habt. Mein Durchschnittsscore auf einem großen Fernseher war... ich glaube 5 zu 15. Jetzt ohne Witz, ich habe keinen getroffen, gar nichts. Es ist einfach so schwer, das Ganze zu handeln irgendwie. Man kann es gar nicht einschätzen. Vielleicht muss man sich auch nur dran gewöhnen, aber ich glaube nicht, dass es so, dass ihr euch so dran gewöhnen könnt, dass ihr wirklich auf dem großen Fernseher der Pro seid. Und wenn ich die Pro-Spieler draußen so sehe, dann weiß nicht. Also ich weiß nicht genau, auf welchen Fernseher die zocken so. Ich glaube, ja, so auch auf kleinen Fernseher. Man zockt allgemein, wenn man Pros auf kleinen Fernseher, schaut euch den mal, da habe ich auch verfolgt. Und jetzt habe ich den gekillt. Warte, den habe ich gekillt und er fragt sich.
Und er fragt sich, wie ist er gestorben, hä? Das kann doch gar nicht wahr sein. Soll ich über... vielleicht tut er auch nur so, als wäre er gestorben. Als würde das in Call of Duty gehen. So, jetzt folge ich ihn. Also, das war wirklich so ein kleines Trollerspiel. Das war voll lustig. Und ich habe noch andere Games gespielt, weil ich im Moment die Xbox One ausnutze. Weil ich die Xbox One tatsächlich nur ausgeliehen bekommen habe. Das heißt also, ich muss sie Montag zurückschicken. Ich werde ihn noch fragen. Das ist einer, der arbeitet bei Infinity Ward. Und der hat mir das zugesendet, weil ich an einem... ja, wie nennt man das? An einem Extinction Day mitgemacht habe, wo die Franzosen, die Deutschen und die Amerikaner und die Engländer gegeneinander spielen. Ja, was heißt gegeneinander spielen? Aber nach der Reihe nach hintereinander spielen. Ja, und war das überhaupt richtiges Deutsch? Nach der Reihe nach? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall haben alle hintereinander gespielt. Und passiert euch das auch immer, dass irgendwie so ein Windows Explorer Fenster... Ich hasse Windows Explorer, Alter, ohne Scheiß. Auf jeden Fall haben alle nach der Reihenfolge gespielt. Und der am weitesten gekommen ist, der gewinnt. Und dafür habe ich eine Xbox One zugesendet bekommen. Also vielen Dank nochmal dafür. Übrigens, das ist der Controller hier. Jetzt könnt ihr ihn sehen. Auf jeden Fall sind wir ziemlich weit gekommen. Zum Controller würde ich jetzt noch was sagen, aber das Gameplay ist nicht mehr so lange. Das ist das Problem. Das Gameplay ist nämlich gleich vorbei. Er braucht nur noch 9 Kills. Das geht noch. Auf jeden Fall sind wir zum Schluss gekommen beim Extinction-Modus. Und dann hat uns aber noch das Ende gefehlt, als wir die Atombombe gezündet haben. Man muss ja zum Schluss eine Atombombe zünden und dann wieder zurückrennen, wo man angefangen hat. Und ja, ganz genau, das haben wir dann nicht mehr geschafft, leider. War natürlich ziemlich schade, aber dafür hatten wir die meisten Viewer im Livestream. Das heißt also, der deutsche Support ist der beste. Ganz genau, hat Spaß gemacht und ich muss die Struktur dann wieder zurückschicken. Oder ich behalte sie einfach, wie wäre es damit? Auf jeden Fall wollte ich noch was zum Controller sagen. Das war natürlich ein Scherz mit dem Halt. Natürlich schicke ich ihn wieder zurück. Das ist der Controller. Und ganz kurz wollte ich was dazu sagen. Und zwar das Geile an dem, der ist matt. Der ist matt. Und was ich aber nicht geil an dem finde, das ist wirklich geil. Ich liebe Matt-Sachen. Ich liebe Matt-Sachen, weil die einfach, du kannst stundenlang damit zocken. Und das ist einfach trotzdem gemütlich. Zur Xbox One selber sage ich beim nächsten Video dann was. Eine Sache, die ich nicht gut finde, und zwar... Ja, das Gameplay ist jetzt vorbei, aber ich habe noch ganz... Und zwar, die Sticks hier. Wisst ihr was? Erinnert mich daran, dass ich beim nächsten Commentary was zum Controller sage, weil das Gameplay ist jetzt vorbei und ich hasse es, in Eile zu sein. Das kann euch jeder bezeugen, der mich kennt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat und euch unterhalten hat, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben. Damit unterstützt ihr mich mehr, als ihr nur denkt. Außerdem, schreibt in die Kommentare, auf was für einem Fernseher spielt ihr. Das würde mich sehr interessieren. Und übrigens, die Runde habe ich ziemlich verarscht. Also dafür auch noch einmal einen Daumen hoch. Und ganz wichtig, vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nie wieder was zu verpassen. Da kann man gar nicht auf verzichten. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss!